Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen. Corona-Tag 2. Mir geht es deutlich besser wie gestern. Mein Schwitzen ist weg mittlerweile, meine Kopfschmerzen sind weg. Das Einzige, was ich noch habe, meine Stimme ist noch heißer. Ich merke es auch, wenn ich mir hier an den Hals fasse, dass die Stimme angeschlagen ist. Noch. Ja, mein Rotz ist noch da, ich habe noch Schleim. Aber ansonsten ist eigentlich nicht mehr viel. Bis jetzt, also gestern war der schlimmste Tag. Aber das ist meistens so, dass der erste Tag der schlimmste ist. Und ab dem zweiten Tag geht es eigentlich bergauf dann die ganze Zeit über. Ist jetzt bei mir also. Sorry. Es musste sein. Also ab heute denke ich mal, dass es bei mir ab bergauf geht, weil ich hab heute komplett durchgeschlafen. Hab mir gestern Abend noch einmal, habe ich mal was ausprobiert, was mir mein Vater gesagt hat. Und das hat er geholfen. Ich habe meine AC/DC-Tasse vollgemacht mit Milch. Und habe einen Löffel Honig mit rein. Und habe mir das ein bisschen warm gemacht. Und habe das dann langsam Stück für Stück getrunken. Hab nebenbei noch was gegessen. Und habe das dann nebenbei getrunken. Und ich muss sagen, es war echt gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe nämlich von 11:30 bis 6:30 Uhr heute Morgen durchgeschlafen. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Also es bringt auf jeden Fall was. Mein Vater trinkt bei Erkältung normalerweise immer 70-prozentige Stroh rum. Habe ich aber nicht da. Also von dem her muss die warme Milch herhalten. Aber bis jetzt, wie gesagt, ist eigentlich alles gut bis jetzt. Ja, also bis jetzt könnte es besser laufen. Also, wenn es jetzt die nächsten Tage wieder bergauf geht, dann könnte es schon sein, dass ich bis Sonntag wieder negativ bin. Weil ich bin ja 5 Tage Quarantäne und ab dem fünften Tag, wenn du dich dann freitestest und negativ bist, darfst du, glaube ich, auch wieder raus und alles, ne? Also, ich mache jetzt hier im Moment gerade Zimmerquarantäne. Ne? Also, ich kann euch mal zeigen hier. Hier, Schlafplatz. So habe ich die letzte Nacht geschlafen mit dem Teppich und ja, ganze Zeit Fenster offen. Gestern Nacht hast du sogar auch noch 2 Stunden offen gehabt, beide Fenster aber, dass ich schöner Luftzug krieg. Und mein Zimmer kennt ihr ja hier draußen. Nur ich habe mich gestern mal an die PlayStation gesetzt und hatte mal einen Film angeguckt oder mal einen Film angefangen. Und der Bildschirm, der war noch so brutal für mich. Also, manche verstehen es vielleicht gar nicht, aber wenn du krank bist und irgendwie angeschlagen bist, dann ist es für die Augen einen brutalen Unterschied, ob du gesund bist oder nicht. Mir hat es echt teilweise in den Augen wehgetan, wenn ich auf dem Bildschirm geguckt habe. Mir tut es auch teilweise jetzt noch weh, wenn ich aufs Handy gucke. Deswegen, ich gucke, dass ich nicht so viel am Handy und am Tablet bin. Ich gucke eher, dass ich chill, mich ausruhe. Ja, ich sollte mich eigentlich jeden Tag testen. Habe ich bis jetzt heute noch nicht gemacht. Ich gucke auch mal, dass ich vielleicht mal noch mich jetzt mal demnächst noch teste. Auch wenn ich weiß, dass er jetzt noch positiv sein wird. Aber ich soll mich jeden Tag testen. Meine Mutter hat nämlich gestern bei meiner Hausärztin angerufen. Die hat gesagt, ich soll mich jeden Tag testen, soll viel trinken, soll mich viel ausruhen. Stimmt, der huscht dich auch noch so. Soll mich viel ausruhen. Soll, wenn ich die Möglichkeit habe, auch dementsprechend essen. Ja, die grundlegende Dinge halt, ne? Aber bis jetzt sieht es einigermaßen gut aus. Es ist auf dem Weg der Besserung. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt ja jeden Tag ein Video posten von meinem aktuellen Zustand. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich morgen wieder. Und dann verabschiede ich mich schon wieder. Ciao.